Hallo, ich bin's wieder, euer Illyrio. Heute mit World of Warcraft Classic Burning Crusade. Und zwar, wie kommt man auf die Insel Quel'Danas? Zeige ich euch. Ihr macht hier die Weltkarte auf. Geht auf Azeroth. Östliche Königreiche. Und hier oben ist die Insel von Quel'Danas. Dann zeige ich euch jetzt, wie man da am besten hinkommt von Shadrath aus. Also wir starten hier am Flugpunkt. Gehen rein zu den Portalen. Hier gibt es das erste Quest, wo uns hinführt von dem Kollegen hier, vom General Tiras Alan. Und dann kann man bei der zweiten Phase, wenn hier das Portal ist, kann man durch das Portal gehen, dann ist man gleich auf der Insel. Aber der Fortschritt wird nur nirgends so weit sein. Deswegen gehen wir mit der Allianz über Eisenschmiede hin, die Horde geht über Anderstadt hin. Das zeige ich euch jetzt mal. Ist bei der Horde quasi gleich. Wir gehen Allianz nach Ironforge und mit der Horde geht er nach Unterstadt. Da geht er zum Flugmeister hin jeweils und der fliegt euch dann hoch, direkt hoch auf die Insel. Gehen wir hier hoch. Wie gesagt, ihr könnt die Quest mitnehmen von dem Dude, wo ich euch gezeigt habe. Dann geht ihr nur zum Flugmeister. Fliegt dann direkt hoch. Da braucht ihr keine Vorquest, nix. Könnt ihr direkt hoch. Oder wenn es in der zweiten Phase dann ist, könnt ihr direkt das Portal nehmen. Dann redet ihr den Flugmeister an. Dann seht ihr, dass der Pfeil gleich nach ganz oben geht. Er fliegt nicht so lang, seht ihr jetzt gleich. Er fliegt direkt dann auf die Insel zu. Ja, das war's dann auch schon. Ganz leicht. Jetzt seht ihr, macht der Nadelbildschirm und schon, nachdem er rausgeflogen ist, seid ihr hier am Meer von der Insel. Ja, so sieht's auch aus. Können wir hier ein bisschen die Insel angucken hier. Und so schnell seid ihr dann auf der Insel. Jetzt fliegt ihr geschwind hier noch an der Küste entlang und dann landet ihr und dann seid ihr auf der Insel. Ganz einfach, würde ich mal sagen. So, vorne ist dann das Schiff und da landet er dann und dann könnt ihr die Dailies anfangen, im Prinzip. Bis auf ehrfürchtig, da gibt es dann nette Schmuckstücke, Waffen und so. Und im späteren Zeitpunkt kommt dann ein Händler, wo er dann über Marken dann so T6 Waffen abstauben könnt. Quasi Waffen und Rüstungen. Über Marken dann. So, jetzt sind wir hier angekommen. So einfach von Shadrath aus. Ganz einfach. Ja, probiert's aus. Macht was draus. Euer Illyrio. Ciao.